Wir bei Prometheus glauben an die Macht der Ideen. Mit unserem Projekt des Freiheitslexikons wollen wir euch die bunte Vielfalt ein bisschen näher bringen. Mit unserem Videoprojekt dazu soll die verschiedenen Denkerinnen und Denker und Themen des freiheitlichen Spektrums mit interessanten Interviewpartnern vorgestellt werden. Und damit Vorhang auf. Vorhang auf, Karl Popper. Ein genialer Philosoph, der sich auf den verschiedensten Themengebieten getummelt hat, sowohl in der Wissenschaftstheorie, einer der wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und der nachfolgenden Zeit gewesen ist, als auch in der politischen Philosophie sich einen Namen gemacht hat und nicht nur sich, sondern Konzepte wie die offene Gesellschaft sozusagen in den Diskurs eingebracht hat, massiv, sodass wir heute noch diese Termini wie ganz selbstverständlich benutzen. Eine sehr faszinierende Persönlichkeit und ich freue mich, dass ich heute mit Hardy Bouillon darüber sprechen kann, der sich viel mit Popper beschäftigt hat, seit langem dazu auch geforscht hat und insofern uns die ideale Person ist, um dazu etwas zu erzählen, zu dieser Persönlichkeit. Und ich würde gerne damit anfangen, dass ich Sie frage, Herr Professor Bouillon, was für Sie so Popper eigentlich essentiell ausmacht und warum Sie auch persönlich ein besonderes Faible für ihn haben. Da kommt einiges zusammen. Zum einen, ich hatte das Glück, gewissermaßen in die Popper-Familie hineingeboren zu werden, durch meinen damaligen Lehrer Gerhard Radnitzky, den ich etwas spät im Verlauf des Studiums kennengelernt habe. Bis dahin war ich vergleichsweise enttäuscht von vielen der Veranstaltungen, die nicht die Art von Philosophie für mich bereithielten, die ich gesucht hatte, offenbar. Aber mit Gerhard Radnitzky und dem kritischen Rationalismus, so wie er ihn vertreten hat, war die philosophische Richtung gefunden, die ich suchte. Das Selbstverständnis, alle die Denkweisen, die später eine Rolle spielen sollten, und das ist nochmal durch mein Buch vor 2 Jahren deutlich geworden, spielten darin eine Rolle. Das heißt, die Grundhaltung, dass man zunächst einmal, wie das nachher der grundsätzliche Fallibilismus zum Ausdruck brachte, keine Sicherheit haben kann. Sie mag zwar im Sinne einer Gewissheit vorhanden sein, aber sicheres Wissen, sichere Erkenntnis kennen wir nicht. Wir haben immer nur pro tempore Wissen und wir haben natürlich die Möglichkeit zu widerlegen, das, was wir haben, aber das ist immer unter dieser Maßgabe zu sehen. Das fand ich eine sehr sympathische Grundposition, die sich ja durch alles zieht, was Popper gelehrt hat. Sie haben es angesprochen, ob in der Wissenschaftstheorie oder in der politischen Philosophie oder in anderen Bereichen, so stark abgrenzen nach außen sollte man ihn ja auch nicht. Aber das waren sicherlich die zentralen Bereiche, in denen er gearbeitet hat, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie und politische Philosophie. Ein Begriff, der eine Riesenrolle spielt, immer mehr in öffentlichen Diskursen, wie mir scheint, ist der Begriff wissenschaftlich bewiesen. Also egal von welcher Seite des politischen Spektrums, immer wieder wird klargestellt, etwas sei wissenschaftlich bewiesen, dann wird irgendeine Studie rausgezogen oder irgendeine Erkenntnis vorangebracht und man haut sich dann die wissenschaftlichen Beweise gegenseitig um die Ohren. Dagegen ist ja doch Popper massiv eigentlich angetreten. Ich halte ab und zu mal einen Vortrag, wo ich auch viel über Popper spreche. Und da sage ich immer, das lege ich ihm etwas in den Mund. Ich sage, der Begriff wissenschaftlich bewiesen ist grober Unfug. Das ist eigentlich etwas, was wir eben nicht sagen können. Das stellt ja Popper eigentlich erst dar. Und ich finde das ganz schön, wie er da mal schreibt, der Glaube der kritischen Rationalisten ist der Glaube an die Vernunft, nicht nur die eigene, sondern noch mehr ein Glaube an die Vernunft der anderen. Ist das nicht etwas, was uns sowohl im politischen, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile abhanden zu kommen droht? Das kommt immer wieder einmal vor und momentan scheint es auch in dem einen oder anderen Bereich, ich weiß nicht, welchen Sie jetzt sozusagen im Hinterkopf haben, in dem einen oder anderen Bereich kommt das dann wieder vor. Es ist nicht so, dass das eine Entdeckung wäre der Neuzeit. Wir haben auch in früheren Epochen erlebt, beziehungsweise Wissen aus früheren Epochen, dass dort ähnlich mit Sicherheit hantiert wurde. Und die Aufklärung ist ja an sich eine sehr schöne Epoche gewesen, die gezeigt hat, wie starr Denken sein kann, auch dann mit dem Deckmantel der vermeintlichen wissenschaftlich sicheren Erkenntnis versehen, einiges bewirken kann, das zum Schlechteren der Menschheit ist. Und das hat Popper aufgegriffen und in einer vorbildlichen Art und Weise dargelegt, sodass wir
heute von diesem vermeintlichen Ideal, wissenschaftlich sicher etwas zu wissen, sehr weit abgerückt sind im Allgemeinen. Aber immer wieder klingt doch das an, was Sie eben angesprochen haben. Man glaubt dann doch wieder hier und da sicheren Boden unter Füßen zu haben. Auf jeden Fall weitaus sichereren, wenn man das überhaupt so steigern kann, Boden als der Boden, auf dem die anderen stehen. Und das ist sicherlich ein Trugschluss, aber einer, der gerne in Kauf genommen wird, um dann an anderer Stelle Kapital daraus zu schlagen. Das ist sehr bedenklich. Davor sollte man warnen. Es ist natürlich auch die andere Seite zu sehen. Popper ist sehr stark dafür angegriffen worden, fälschlicherweise dem Relativismus hier Tür und Tor zu öffnen. Ja. Man hat einiges mit der Erkenntnis, die man hat, aber man muss sie immer unter dem Vorbehalt sehen und kann sich eben nicht darauf ausruhen. Ansonsten wäre ja alles weitere Forschen sinnlos. Was, glaube ich, für Popper ja auch wichtig ist, ist, dass es beim Wissenschaftler nicht nur um jemanden geht, der eine bestimmte Technik folgt, also eben den kritischen Rationalismus als Technik begreift, sondern auch ein Ethos dazu gehört. Also eine gewisse Demut, könnte man fast sagen, was uns ja auch ein bisschen gegen den Strich geht, weil wir lieben ja nicht so sehr die Selbstbestätigung, nicht wahr? Also am Ende recht zu haben, ist ein wunderbares Gefühl. Und wie kann Popper da sozusagen die eigenen Widerstandskräfte gegen diese Versuchung eigentlich stärken? Und was gibt er uns damit auf den Weg, dass wir nicht so immer wieder in diese Falle reintappen? Ja, letzten Endes ist es das logische Argument, das er darbieten kann und die daraus zu nicht direkt, aber indirekt abzuleitenden methodologischen Konsequenzen. Das ist letzten Endes das Grundrüstzeug, das er uns mit auf den Weg gegeben hat, aber auch die Demut. Sie haben das angesprochen, als Sie davon gesprochen haben, kam mir nochmal sein Bild in Erinnerung. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, aber aus den vielen Videoaufnahmen, die es von ihm gibt, habe ich doch ein ganz bestimmtes Bild mitgenommen. Es ist das Bild eines sehr demütigen Charakters, die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Also ich kann nur empfehlen, für denjenigen, der noch keine Aufnahme von ihm gesehen hat, bewegte Aufnahme, also einen Film, einen Clip, der sollte das einmal tun, um zu sehen, wie bedächtig, bedacht der Mann gesprochen hat und auch aufgrund seiner nicht allzu üppigen körperlichen Größe ja ein demütiges Bild vermitteln konnte, das aber nur dann auch mit der entsprechenden Art und Weise, wie er sich gegeben hat, glaubhaft rübergekommen ist. Und das ist beispielhaft. Daran können sich heute sehr viele eine Scheibe abschneiden. Also es hat auch was einfach mit, ganz altmodisch gesprochen, Tugend zu tun eigentlich. Und das passt ja vielleicht auch ganz gut zu Popper, der ja auch jemand war, der sich immer wieder auf die Antike bezogen hat, nicht wahr? Der ja also die Vorsokratiker auch sehr geschätzt hat und Aristoteles rezipiert, natürlich nicht 100% unterschrieben, aber glaube ich ein Verständnis für diese Form des Wissenschaftlertums hatte, die uns glaube ich auch heute ab und zu abgeht, also des tugendhaften Wissenschaftlers sozusagen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist eine Einstellung, die Sie permanent immer wieder üben müssen. Es ist nicht dem Menschen in die Wiege gelegt, permanent sozusagen das, was er mitgenommen hat ins Leben, auch an den Tag zu legen. Er muss es üben. Es gibt viele Prüfsteine und dazu ist jeder Wissenschaftler, aber nicht nur jeder Wissenschaftler, auch andere aufgefordert, immer wieder in sich zu gehen und zu fragen, ist das, was du heute oder diese Woche, diesen Monat getan hast, noch mit den Idealen vereinbar, denen du dich einst verschrieben hast und die du nach wie vor für gültig hältst. Und wenn man sich diese Frage mit gewissen regelmäßigen Abständen stellt und ernst mit sich zu Gericht geht, dann glaube ich, kann es etwas besser aussehen bei dem einen oder anderen seelischen Haushalt. Was ich immer ganz spannend finde bei Popper ist, wie es so einen gewissen Übergang gibt von der Wissenschaftstheorie, die ja so seine ersten Lebensjahrzehnte stark bestimmt hat, in die politische Theorie. Er sagt ja bei der Wissenschaftstheorie, ist ein Kernelement des kritischen Rationalismus, dass er findet, die falsche Frage gestellt wurde. Dass immer die Fragen gestellt wurden nach den Quellen der Erkenntnis und nicht, wie er dann sagt, die Frage, gibt es einen Weg, Irrtümer zu entdecken und auszuschalten?
Und er sagt, das ist eigentlich der Weg, den die Wissenschaft gehen sollte. Und ganz parallel dazu gibt es dann in der offenen Gesellschaft dieses Zitat, wo er sagt, wer sollte regieren? Die ewige Frage der Politik ist eigentlich total falsch gestellt. Man müsste vielmehr fragen, wie können wir politische Institutionen so organisieren, dass es schlechten oder inkompetenten Herrschern unmöglich ist, allzu großen Schaden anzurichten. Oder wie man sie denn los wird, wenn man sie denn erst einmal gewählt hat. Ja. Also was macht Poppers politische Philosophie aus, auch auf dem Hintergrund dessen, wie er eben den Wissenschaftler sieht? Das ist ja vielleicht doch, da ist eine gewisse Parallele da. Ja, die nicht ganz ohne Verhängnis geblieben ist. Also er hatte sehr große Hoffnungen darin gesetzt, dass die Haltung sich durchsetzen würde. Was ich meine ist Folgendes, die Idee, dass man einen Rahmen so setzt, dass möglichst die meisten Fehler, egal welche Person letzten Endes gewählt werden, vermieden werden können oder ihn so setzt, dass man, wie gesagt, eine Regierung auch schnell wieder loswerden kann, wenn man sie denn hat, dass man Fehler vermeidet. Das ist natürlich eine sehr große Vorgabe. Aber der Glaube, dass sich die Demokratie, wenn sie denn nur innerhalb eines gut gesetzten Rahmens vorgeht, auch diejenigen zu Wort kommen lässt, die besten Lösungen parat haben, weil sie eben darin wissenschaftlich arbeiten. Das ist sicherlich ein Glaube gewesen, der sich nicht bestätigt hat. Wir wissen, dass durch die Demokratietheorie, dass er hier leider zu möglicherweise naiv, das lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen, jedenfalls nicht in der angemessenen Art und Weise ein System entwickelt hat, das all das vermeiden konnte, was er sicherlich nicht gern gesehen hat. Im Nachhinein, im späteren Alter, hat er auch gesehen, das ist nicht einfach so, wie ich mir das vorstelle, dass man den guten Rat an die Politiker nur weitergibt und sie setzen ihn dann um, weil eben Politiker andere Anreize haben und folgen sie ihnen nicht, werden sie abgelöst von anderen. Das ist die Schwierigkeit. Sie können also, das gilt aber, glaube ich, für sehr viele philosophische Systeme, nicht einfach die Grundstruktur einer privaten Philosophie, mit der sie antreten, auf alle anderen Bereiche übertragen, ohne über Rückkopplungen hinreichend nachzudenken. Da ist ja ein wichtiges Stichwort, mit dem Popper auch immer assoziiert wird, die Stückwerk-Sozialtechnik oder Sozialtechnik der kleinen Schritte. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das ein Vorwand ist für Interventionisten, zu sagen, hier, guck mal, der Popper hat das doch auch schon gesagt. Aber das ist doch eigentlich nicht das, was Popper meinte, dass er gesagt hat, wir können Sozialtechnik machen, so Mini-Engineering, dass wir jeden kleinen Schritt noch irgendwie versuchen zu optimieren, sondern da ist ja was anderes mit gemeint, oder? Ja, vor allem, man muss es sehen, es war gedacht als Gegenentwurf zu einer Vision, einem Ideal, das ja, das hat er ja eben auch erlebt durch die Diktaturen zu seiner Zeit, dass diese Ideale, so können sie ja zumindest in der Anfangszeit dargestellt werden, doch sehr schnell umschlagen können in Terrorregimes. Und das ist sicherlich nicht das, was wünschenswert ist. Insofern war es ein Gegenentwurf, der all diese Gefahren abmildern sollte. Und es ging nicht um das, was Sie gerade genannt haben, den überzogenen Interventionismus. Aber leider ist es auch innerhalb eines demokratischen Systems so angelegt, dass er sich entwickeln kann. Er hat wunderbaren Nährboden. Und wir haben keine strukturimmanente Bremse, jedenfalls keine erkennbare, die so funktionieren würde, dass diese unschönen, für uns freiheitsliebenden Philosophen, unschönen Nebeneffekte vermeidbar wären. Das ist ein sehr großes Problem, das andere ebenfalls, jedenfalls in einem ähnlichen Rahmen sich bewegen, nicht hinreichend lösen konnten. Ja, aber was er doch, glaube ich, wirklich hervorragend analysiert hat, ist ja so ein bisschen die Entstehung von Totalitarismus. Wir leben ja in einer Zeit, wo, sagen wir jetzt nicht natürlich die Totalitarismus-Dramatik von 1940 zu spüren ist, aber wenn man guckt, was beispielsweise jetzt in der Türkei passiert ist in den letzten 10 Jahren, was sowieso in Russland auch schon länger passiert und so, und da gibt es ja vielerlei Beispiele im Kleinen, aber auch im etwas Größeren. Da ist es ja spannend, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie passiert das eigentlich, wie kommt es dazu? Wie könnte man da Poppers Weg sozusagen kurz zusammenfassen? Was ist für ihn das, was in den Totalitarismus, in die Knechtschaft führt?
Ja, die Beispiele, die Sie genannt haben, autokratische Systeme sind ja noch nicht, Gott sei Dank, so weit, dass sie vollkommen totalitär wären, aber die Totalitarismusgefahr ist immer vorhanden. Ich glaube, man muss hier eins Popper zugute halten, eine Art sichere Methode, sie innerhalb eines demokratischen Rahmens zu vermeiden, die gibt es nicht. Das ist die Gefahr der Demokratie. Sie ist vergleichsweise offen und dann können sich eben Strukturen bilden, die sie aushöhlen. Und was wollen wir machen? Wir müssen dann die Demokratie aufgeben. Das Problem ist ein altbekanntes. Die Demokratie ist das Beste aller politischen Systeme oder wie Winston Churchill einmal gesagt hat, das Schlechteste, ausgenommen alle anderen. Wir kennen eben noch kein besseres und es mag solche geben, die dann vielleicht noch nicht sich haben bewähren können, aber es ist auch nicht leicht, solche zu entwerfen. Und also in der offenen Gesellschaft hat er ja so diese drei großen Problemverursacher identifiziert, also Platon ganz vorneweg, dann Hegel und dann Marx. Zeigt ja auch, dass eben bestimmte Ideen und Vorstellungen, die durch diese Menschen in den Diskurs eingebracht wurden, dann entsprechend ganz schreckliche Auswirkungen hatten. Könnte man sozusagen ein Werk sich vorstellen, die offene Gesellschaft und ihre Freunde, wo man sagen kann, es gibt bestimmte Philosophen und Ideengeber, wenn man so will, die das Umgekehrte bewirkt haben, die dazu beigetragen haben, dass sich dass offene Gesellschaften sich stabilisieren konnten? Ja, es gibt auch eine Publikation mit genau diesem Titel, da hat man das aufgegriffen. Das sind kleinere Beiträge, aber in dem Sinne, dass man einen großen systematischen Entwurf vorliegen hätte, der all diese Schwierigkeiten und Unsäglichkeiten aus der Vergangenheit für die Zukunft vermeiden helfen würde, das hat man noch nicht. Also ich glaube, wichtig wäre ja genau an diesen drei Stellen, die Sie mit den Namen festgemacht haben, anzuknüpfen. Bei Platon mit der Vorstellung, dass jemand an Wissen anderen so weit überlegen ist, dass er ihm vorschreiben kann, wie ein solches System aussieht. Das setzt ja auch schon solchen Entwürfen dann letzten Endes Grenzen. Wir sollten dann immer sehr skeptisch sein, wenn gut gemeinte Entwürfe dieser Art kommen. Das andere mit Hegel, dass man dem Historizismus erneut eine Chance gibt, also der Idee nicht, ich habe den wunderbaren Entwurf, aber ich kann die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte erkennen. Deshalb kann ich sagen, was in Zukunft zu tun ist. Und letzten Endes die ganz große Gefahr, die wir ja wieder aufleben sehen in verschiedenen modernen Formen, also nur mit Piketty und anderen namhaft machen will, sei dahingestellt. Aber natürlich die Vorstellung eines kommunistischen Ideals, was Marx uns damit auf den Weg gegeben hat. Ich sitze ja hier im schönen Trier. Insofern hat man ihn immer, ob man will oder nicht, vor der Tür, den guten Marx. Da ist natürlich eine große Gefahr. Und es gibt ja herausragende Denker, die mit Popper auch sehr gut befreundet waren. Ich denke ja nur an Friedrich August von Hayek, die gezeigt haben, dass man mit solch einer Vision natürlich der Gesellschaft keinen Gefallen erweist. Im Gegenteil, man muss schauen, dass sie dagegen gewappnet ist. Aber sie muss natürlich auch sich etwas aneignen, eine Form der permanenten Wiedererneuerung. Das heißt, wir müssen diese Werte, müssen wir immer wieder weitergeben. Also die Amerikaner, das kenne ich noch sehr gut aus meiner Zeit in der sogenannten Think-Tank-Branche, in der sie ja auch sind, machen das wirklich vorbildhaft, dass sie sehr viele Institutionen haben, wie Prometheus-Institut, die einfach die bekannten Mittel, die vor solchen Übeln doch das meiste jedenfalls uns weitgehend vor diesen Übeln wahren können, dass diese immer wieder an die Menschen herangetragen werden und dass ihnen auch klar gemacht wird, welche Gefahr darin besteht, beispielsweise den umgekehrten Weg zu gehen, das momentane Leben. Wir haben ja eine Stichwort Corona, man kommt ja nicht darum, man kommt ja um dieses Stichwort und die Nebenfolgen nicht herum. Da haben wir wieder etwas, das sehr schön zeigt, es geht darum, direkt zu helfen. Das ist gut gemeint, aber wo geht die Hilfe natürlich hin? Zunächst einmal zu denen, die ja keine Vorsorge getroffen haben. Und sie werden das mit abschöpfen. Und das heißt, die Grundprinzipien, Vorsorge zu treffen und so weiter, die werden ausgehöhlt. Und es wird leider dem, Formulierung passt in dem Zusammenhang vielleicht nicht so ideal, aber Sie wissen, was
gemeint ist, wenn ich sage, es wird gutem Geld schlechtes hinterher, in schlechtem Geld Gutes hinterhergeworfen. Ja. Da ist das Geld falsch verwendet worden, nämlich zu früh, mehr in Konsumtion als in Investitionen. Und die Gruppen werden aller Regel gerne in einer Demokratie zuerst bedient. Und das ist sehr nachteilig. Damit wird die falsche Botschaft gesendet. Ja, als Abschluss möchte ich gerne noch eins meiner Lieblingszitate von Popper anbringen. Da schreibt er mal, unser Stolz, also es geht um die Idee der Freiheit im Westen. Unser Stolz sollte es sein, dass wir nicht eine Idee haben, sondern viele Ideen. Dass wir nicht einen Glauben haben, nicht eine Religion, sondern viele gute und schlechte. Es ist ein Zeichen der überragenden Kraft des Westens, dass wir uns das leisten können. Die Einigung des Westens auf eine Idee, auf einen Glauben, auf eine Religion wäre das Ende des Westens, unsere Kapitulation, unsere bedingungslose Unterwerfung unter die totalitäre Idee. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil da zwei Dinge zum Ausdruck gebracht werden. Das eine, diese Fähigkeit, das Fremde und das andere auszuhalten, Toleranz könnte man es nennen, aber eben auch ein Ethos, der sich ja bereits daraus speist, dass man nicht überzeugt ist, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und der andere ist eben nicht nur der, den ich auch irgendwo weit aushalten muss, tolerieren, sondern vielleicht kann dadurch eine Dynamik entstehen, wodurch ich wiederum lerne. Also was ist sozusagen die Nachricht Poppers jetzt aus dieser Idee heraus für unsere Welt, auch für unser Miteinander, die wir ja vielleicht ein bisschen in eine Phase der Sprach- und Hörlosigkeit hereintreten, wo wir keine Lust haben, mit den anderen zuzuhören, weil wir wissen es ja schon, aber auch nicht mehr bereit sind, mit anderen zu sprechen. Was schallt uns da entgegen aus der Zeit Poppers sozusagen, als Mahnung? Ja, ein pluralistisches Ideal kann nur funktionieren, wenn man es nicht missversteht als reine Beliebigkeit. Es geht nicht darum, dass man einfach die Dinge nebeneinander hat, sondern dass man genau das an den Tag legt, was Sie angesprochen haben, nämlich die Duldsamkeit. Man muss es zur Kenntnis nehmen, erdulden können. Das gilt für alle. Insbesondere bei den religiösen Parteien ist das oft eine sehr schwierige Angelegenheit. Das wissen wir. Europa hat viele Jahrhunderte durchlebt, in denen religiöse Kämpfe stattgefunden haben. Es ist wahrscheinlich ein Irrglaube anzunehmen, dass sich das für die Zukunft legen würde. Also hier muss man sehr stark arbeiten. Aber das heißt permanent auch in Dialog treten zueinander, das Suchen und vor allem die Grundprinzipien anerkennen, dass der andere das tun darf, was ich auch tun darf und dass man ihn nicht angreift. All diese hehren Ideale, die gut bekannt sind, müssen permanent, da knüpfe ich wieder an das, was wir vorher diskutiert haben, immer wieder aufs Neue in die Bevölkerung getragen werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist zwar so, dass man in aller Regel auf Wohlwollen trifft mit diesen Botschaften, aber die Umsetzung ist ein anderes Kapitel, das wissen Sie genauso gut wie ich. Ja, da muss man aus den Sonntagsreden raus und in die tatsächliche Praxis rein. Und da tut es dann oft viel mehr weh. Ich glaube, das ist ja auch eine Lehre, die man von Popper ziehen kann. Man muss es ertragen, dass es auch mal wehtut. Denn ja, ich glaube, eine der größten Gefahren, vor denen wir stehen, ist die, dass man glaubt, durch eine Umkehrung der negativen Diskriminierung hin zur positiven Diskriminierung dieses Problem in den Griff bekäme. Also indem man beispielsweise irgendwelchen religiösen Minderheiten oder auch weltanschaulichen Minderheiten Vorteile zukommen lässt, die sie in der Vergangenheit durch die Geschichte nicht hatten, als Ausgleich gewissermaßen. Das nährt natürlich dann die Unzufriedenheit bei allen anderen. Es ist nicht so, dass wir negative Diskriminierung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, durch positive Diskriminierung in der Zukunft ausgleichen können. Das ist ein unheilvoller Weg und ist meines Erachtens derjenige, der den größten Nachteil langfristig gesehen für die Gesellschaft bereithält. Vor ihm sollten wir insbesondere warnen. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Gedankenwelt Poppers über Ihren schönen Artikel in unserem Lexikon hinaus. Ich glaube, der ist wirklich ein Denker, der trotz aller Schwächen, die sich da natürlich auch finden, die bei jedem anderen Denker, aber wahnsinnig gut sich eignet, um weiterzudenken. Und das ist ja
Das Schöne, wir Liberalen müssen da auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in die Falle tappen, wie beispielsweise Sozialisten, die dann gewisse Denker so auf so einen Sockel stellen und sagen, das ist es abschließend fertig. Und das Schöne bei Denkern wie Popper oder auch Hayek und solchen Leuten ist ja, dass die sich inhärent nicht dazu eignen, weil die selber schon immer darauf aufmerksam machen, wir sind noch lange nicht am Ende, wir können noch viel lernen, wir können noch weiterkommen und uns weiterentwickeln. Und insofern sind die tolle Begleiter. Das sind keine Säulenheiligen, sondern das sind intellektuelle Begleiter. Und als solchen schätze ich Popper sehr und freue mich, dass wir da drüber sprechen konnten. Schön, dass ihr euch unser Video angeschaut habt. Falls ihr noch mehr erfahren wollt, dann findet ihr unter freiheitslexikon.de auf jeden Fall viele interessante Artikel über Denkerinnen und Denker-Themen. Ihr findet auf unserem Podcast Gestatten außerdem spannende Interviews mit den verschiedensten Interviewpartnern und natürlich auf unserer Website prometheusinstitut.de viele andere Projekte und Initiativen, die wir so durchführen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei Vorhang auf.